tut es das jetzt irgendwie. Ich hoffe es einfach mal, bevor die Sonne ganz weg ist. Die dummen Ventilator ausmachen, weil der sonst ganz empfindlich meine Tonaufnahme stört und mir ist arschwarm. Ich mach das mal ein Stückchen höher. Mir ist arschwarm, es sind hier drin mit Sicherheit etwa 5 Millionen Grad. Und ja, ich mache es aber trotzdem einfach mal einen Vlog, weil ich schon so lange keinen mehr getan habe und ich hoffe, dass ich das irgendwie über die Bühne kriege, ohne hier wegzufließen. Also, ich muss erstmal wieder reinkommen, ich habe schon so lange keinen Vlog mehr gemacht. Ich habe mir das mal angeguckt von anderen Moderatoren und es gab auch irgendwie ein Seminar und da wurde gesagt, man soll nicht zu viel gestikulieren. Also nicht so machen, wie ich immer tue. Man soll nicht die ganze Zeit so rumhippeln, wie ich immer tue. Man soll sehr ruhig reden. Man soll nicht ständig in der Weltgeschichte rumgucken. Also alles, was ich bisher falsch gemacht habe, soll man auch nicht machen. Geil. Auf jeden Fall. Gut. Ich habe mir auch eine Liste gemacht. Das soll man im Übrigen auch nicht machen. Man soll sich die Themen merken, über die man sprechen möchte. Aber ich habe es einfach mal gemacht, weil ich habe viele Dinge zu erzählen, die mein Publikum mit Sicherheit interessiert. Oder die meine Leser auch interessieren und ich grüße euch erstmal alle. Hallo, ihr lieben Leser da draußen, die meinen Manga lesen oder die einfach nur diese Videos abonniert haben und sie einfach mal gerne gucken. Und vielleicht auch hallo alle neuen Zuschauer in dem großen, weiten Fernsehland da draußen. Ich mache jetzt hier einfach mal, irgendwie versuche ich einen Vlog hinzukriegen. Okay, erstes Thema. Ich habe in letzter Zeit sehr wenig Videos hochgeladen. Es tut mir auch sehr leid. Ich habe auch, Gott sei Dank, wie gewisse andere Leute, niemals versprochen, dass irgendwelche Videos mit einer gewissen Regelmäßigkeit rauskommen. Ich hatte mir das nur selber immer als Ziel gesetzt, dass zweimal in der Woche ein Video rauskommen soll. Also, dass zwei Videos in der Woche rauskommen sollen, was irgendwie ein bisschen logischer ist. Das heißt, eins sollte am Donnerstag und eins sollte am Sonntag rauskommen. Ich habe das nie offiziell gesagt, aber das war eben das Ziel, das ich mir setzen wollte. Es hat am Anfang auch ganz gut geklappt, aber da jetzt das Manga-Projekt immer weiter vorangeschritten ist und ich immer mehr Arbeit dafür übernehmen musste und sehr viel dafür machen musste und es noch sehr viele andere Dinge gab, für die ich arbeiten musste, ist die Videoproduktion doch ein kleines bisschen eingeschlafen. Also es ging immer mehr nur in Richtung... How? Also ich habe eigentlich nur noch Let's Plays gemacht und eben die Videos von der FMC Challenge. Ich wollte jetzt nicht immer nur die Let's Paint Videos machen. Das ist einerseits und andererseits, es ist auch, man stellt sich das immer so einfach vor, diese Let's Paint Videos zu machen, aber das ist gar nicht mal so einfach. Und ich habe auch irgendwann gemerkt, dass es mich persönlich ankotzt. Ankotzen ist vielleicht ein bisschen zu streng, aber mich hat das selber genervt, dass ich keine Bilder mehr zeichnen konnte, ohne dass eine Kamera dabei gelaufen ist. Also das war dann halt so, irgendwann war es dann richtig blöd, weil ich wollte eigentlich einfach nur diese Bilder zeichnen und mich darauf ein bisschen einlassen und das genießen und so weiter. Aber wenn dann halt die ganze Zeit immer dieses Stativ vor meiner Fresse hängt, eine Kamera drüber ist und ich nicht richtig zeichnen kann, ich dann immer gucken muss, dass ich meinen Kopf nicht unter die Kamera hänge, dass ich den Stift richtig halte, dass ich keinen Schatten werfe, dass das Licht immer stimmt und wenn ich das dann am Computer koloriere, muss ich immer darauf achten, dass Fraps nicht ausgeht. Ach so, ich hatte meinen Laptop rausgesteckt. Ah nee, die muss ich schnell wieder einstecken. Ja, und ich musste halt auf sehr viele Kleinigkeiten achten, die mir so ein bisschen die Freude am Zeichnen nehmen. Ich meine, ich mache es immer noch gerne, aber so dauerhaft das zu machen, ist schon irgendwie ein bisschen blöd. Ich mache das immer noch, es wird bald wieder Let's Paint Videos kommen, auf jeden Fall. Nur dadurch, dass ich jetzt halt mit meiner Arbeit so viel zu tun habe, ist es eben für mich eher schwierig, weiter diese Videos zu machen. Von daher möchte ich mich gerne oder einfach mal entschuldigen, dass gerade so wenig auf meinem Channel los ist, außer halt die FMC-Videos, die natürlich auch immer noch mit einer entsprechenden Regelmäßigkeit kommen werden. Wie ich am Anfang gesagt habe, weil es gehört halt zu der Challenge dazu, dass alle zwei Wochen ein Video hochkommt oder beziehungsweise ich ein Bild fertig habe. Und das wird auf jeden Fall auch so bleiben. Ja. Apropos FMC-Challenge. Hey, 15 Bilder, schon geil.
Das heißt, es gibt nur noch 10, die dann folgen werden. Und ja, ich habe jetzt einen kleinen Wettbewerb gestartet zu dieser FMC-Challenge. Denn es gab, also ihr seht das ja immer am Ende von meinen Videos, beziehungsweise von den FMC-Videos, dass ich so dieses Bild, was ich gemalt habe, ausdrucke, dann ausschneide und in ein Album klebe. Jetzt hat mich jemand gefragt, ob er das Album kaufen kann. Und ich mir denke, warum willst du so ein dummes Album kaufen? Das ist Druckerpapier mit einem schlechten Drucker ausgedruckt und ganz schlimm gebunden. Warum willst du das kaufen? Und dann kam halt die Frage, ja, warum lässt du es dann nicht drucken? Also richtig, also als Buch drucken. Da habe ich mir gedacht, naja, warum eigentlich nicht? Jetzt habe ich mir schon so viel Mühe mit den Bildern gemacht, warum lässt du es nicht drucken? Das Ding ist natürlich, würde ich es drucken und verkaufen, würde ich halt einfach nicht machen. Also es würde aus meiner Sicht würde es nicht gehen, weil es sind halt Fanarts, die ich verkaufen würde. Das sind Fanarts, für die ich Geld kriegen würde. Und das ist so, nee, das mache ich lieber nicht. Also natürlich einerseits aus den rechtlichen Gründen, andererseits einfach dadurch, weil es ist nicht meine Arbeit. Warum soll ich mit der Arbeit, die jemand anders geleistet hat, Geld verdienen? Und deswegen, also verkaufen werde ich das Buch nicht. Ich werde es aber auf jeden Fall drucken lassen und man kann es gewinnen. Und zwar, indem man bei meinem Wettbewerb gewinnt quasi. Also ich habe einen Wettbewerb gemacht und da habe ich halt nachgedacht, also ich hatte schon Zeichenwettbewerbe gemacht. Und Zeichenwettbewerbe sind halt echt nur für Zeichner gedacht. Und dann war es so, nicht jeder von meinen Lesern kann auch zeichnen oder hat Lust zu zeichnen. Und deswegen habe ich halt über irgendwas nachgedacht, was auch mehrere Leute machen können. Da habe ich gedacht, ein Review-Wettbewerb. Und den habe ich dann aufgestellt und alles aufgelistet. Also der ist im Übrigen auch in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr gerne mal drauf gucken. Dort stehen die ganzen Sachen drauf, die man alle wissen muss. Dort ist im Übrigen auch nochmal erklärt, was eine Review eigentlich ist. Und wie man die schreibt oder beziehungsweise wie man die erstellt. Denn man muss sie nicht unbedingt schreiben. Man kann auch, wenn man will, ein Video darüber machen. Geht auch. Also der Fantasie sind quasi keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt das gerne machen, wie ihr wollt. Und zu gewinnen ist, wie gesagt, das Artbook zu der FMC-Challenge. Man kann aber auch einzelne Illustrationen gewinnen, die ich dann wahrscheinlich als Postkarte drucken lasse oder so. Man kann aber auch noch sehr viel Fourth Instance Merchandise-Kram gewinnen. Also es gibt sehr viel Zeug, was man gewinnen kann und ist da alles aufgelistet, steht auch alles da drin. Könnt ihr gerne mal nachgucken. Guckt nach. Macht mit. Seid dabei. Seid fröhlich. Kauft euch einen Kühlschrank und setzt euch rein. Oh, das ist so warm. Ach ja, ein kleiner Hinweis. Ich weiß nicht, ob es schon nach dieser langen Zeit noch nicht bei allen angekommen ist, aber ich glaube, bei denjenigen, die sich neu bei YouTube angemeldet haben, ist es wahrscheinlich noch nicht angekommen. Ich versuche alle YouTube-Kommentare, also alle Kommentare, die ich über YouTube bekomme, von euch zu beantworten. Das könnte vielleicht ein paar Wochen dauern, aber ich versuche auf jeden Fall alle zu beantworten. Das Ding ist aber, manche kann ich nicht beantworten, weil ihr nicht bei Google Plus angemeldet seid. Ihr braucht, das ist scheiße, aber es ist so, ihr braucht ein Google Plus-Konto, damit ich auf eure Kommentare antworten kann. Da gibt es mit Sicherheit irgendwo eine Verlinkung in den YouTube-Dingensbummens in eurem Profil oder so, wo ihr das machen könnt. Ihr müsst es nicht machen, aber wenn ich es halt nicht mache, kann ich auf eure YouTube-Kommentare nicht antworten. Und dann tut mir das auch sehr leid, aber ich erinnere nur an die großen YouTube-Google-Plus-Kriege von 1900, schieß mich tot. Ja, nee, das war ein Schwindel, aber es hat schon ziemlich viele angekotzt, dass sie gezwungen waren, sich auf Google Plus anzumelden, um YouTube weiter nutzen zu können. Aber naja, es ist halt jetzt einfach so und ihr müsst euch bei Google Plus anmelden, damit ich eure Kommentare beantworten kann. Ich kann sie lesen, aber nur mit Google Plus kann ich sie beantworten. Ist einfach so. So, genau, ich bin auf der Konichi. Ich hab's geschafft. Ich fahre auf die Konichi nach Kassel im September. Und zwar 18. bis 20. September ist die Konichi. Konichi, vielleicht für einige, die es nicht wissen, ist eine Convention, eine der größten Conventions in Deutschland. Und ich habe es geschafft, einen Stand dort zu kriegen. Es ist unglaublich schwer, dort einen Stand zu kriegen, ohne Scheiß. Und ich habe es geschafft, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ich freue mich so, ich fahre so gerne auf die Konichi. Ich bin seit keine Ahnung wie vielen Jahren.
Genau, 2010 war meine erste Konnichi und seitdem gehe ich jedes Jahr regelmäßig hin, weil die Konnichi ist einfach so geil, die ist so toll und ich habe einen Stand dort. Und ich werde auch früh genug nochmal Bescheid sagen, wo genau dieser Stand ist, wo ihr mich finden könnt, wenn ihr mal Lust habt, mich zu besuchen. Ich würde mich so freuen, wenn da mal Leute kommen und mich besuchen und mal ein bisschen mit mir reden. Und, es wird dann doch irgendwann sehr einsam. Also man hat da zwar liebe Standnachbarn, mit denen man sich unterhalten kann, aber irgendwann wird es dann doch ein kleines bisschen einsam da. Und bringt mir Salamibrote mit. Das war ein Witz. Ja, und ich bin auch noch, für alle, die es interessiert und für alle Berliner, auf der MMC dieses Jahr. Und die ist am 23. bis 25. Oktober. Da bin ich auch auf der MMC, der Mega Manga Convention in Berlin, und habe dort auch einen Stand. Yes! Meine letzte MMC ist ein bisschen her, aber das macht überhaupt nichts. Ich freue mich auf jeden Fall total, dorthin zu fahren und ja, vielleicht dort auch noch ein paar andere Leute zu treffen. Ich habe dort auch wieder einen Stand, habe ich glaube ich schon erwähnt. Ja, das sind auf jeden Fall die Conventions noch von diesem Jahr. Danach ist wieder erstmal Schluss. Und die nächste Con wird dann wahrscheinlich erst wieder, pardon, die Dedeko sein im Februar. Und dann natürlich wieder die LBM im März. So, ganz wichtige Info, weshalb ich eigentlich diesen Vlog gemacht habe. Der vierte Band ist draußen. Und der sieht... Au! So aus! Der vierte Band ist nämlich draußen. Der ist fertig und der ist toll geworden. Oh yeah! Den könnt ihr bestellen, wenn ihr nicht gerade auf einer Convention kaufen wollt. Ihr könnt ihn bestellen, der Link dazu ist in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne mal reingucken und dann den Band bestellen. Den gibt es auch noch zusammen mit einem Fanpaket zu kaufen, wo ihr durch dann so 15-20% Rabatt auf alles bekommt. Steht aber auch alles da, könnt ihr alles nachlesen. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr den Band kaufen würdet, denn wie ich immer wieder zu sagen pflege, jeder Kauf beim Merchandise-Zeug unterstützt das Vorsitzes-Projekt. Also, es ist zwar scheiße, dass ich alles immer wieder ums Geld dreht, aber ich brauche das Geld trotzdem, um das Projekt weiter fortführen zu können. Momentan funktioniert das eigentlich ganz gut. Unterstützt mich weiter! Unterstützt mich! Ich habe auch auf meiner Homepage habe ich so eine kleine Seite eingerichtet, wo genau nachzulesen ist, wie man mich unterstützen kann. Man unterstützt mich schon, indem man YouTube-Kommentare schreibt. So. Und was ich noch sagen wollte, der fünfte Band ist mittlerweile auch schon in der Mache. Also ich komme damit mittlerweile schon ziemlich gut voran, was aber halt auch so ein bisschen an dem Sommerloch liegt, dass ich da sehr viel Arbeit reinstecken kann. Ich meine, momentan gerade nicht, bei 37 Grad plus hat man irgendwie nicht mehr so wirklich Bock zu arbeiten, aber man muss ja. Aber auf jeden Fall, der fünfte Band wird auch kommen, das wird dann im November sein. Irgendwann im November, ja, kommt eigentlich ganz gut hin. Und ja, wenn das dann soweit ist, sage ich Bescheid, aber jetzt ist erstmal der vierte Band draußen und jetzt muss ich den erstmal wieder zelebrieren. So, und ein letztes Thema hätte ich auch noch zu sprechen. Ich bin, vielleicht haben es einige noch nicht mitgekriegt, ich bin hier auf Facebook angemeldet. Fourth Instance heißt die Seite. Also ich habe eine richtige Künstlerseite eingerichtet und die heißt Fourth Instance. Und dort stelle ich eigentlich täglich oder fast täglich irgendwelche nachbearbeiteten Bilder aus dem Manga hoch oder schreibe irgendwelche kleinen Nachrichten oder mache auch Ankündigungen von ich bin hier und da und ich habe dies und jene Aktion und bla und blub. Das mache ich halt alles auf Facebook. Könnt ruhig mal reingucken und vielleicht mal einen Daumen hoch geben. Oh Gott, das klingt so furchtbar. Gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert mich. So, und ich bin auch auf Twitter, @hasien, also hasien wie hasien. Und auf Twitter, also Twitter ist eher so ein bisschen, also da bringe ich auch schon News und so, aber jetzt nicht so viel wie auf Facebook. Das, also Twitter benutze ich eher so ein bisschen als Privataccount, wo ich mich über Dinge aufrege, wie zum Beispiel die Baustelle, die 500. Oder über meine Nachbarn oder über das Wetter oder...
Twitter irgendwas für die Rocket Beans oder keine Ahnung. Also da mache ich eigentlich immer nur Hickhack und Kackmist. Könnt aber ruhig mal reingucken, vielleicht habt ihr ja Bock mir zu folgen und ein bisschen mit mir zu labern. Oder so, macht das gerne, dafür sind die Accounts ja da. Na, so. Ich glaube, ich bin damit erstmal durch. Mir ist immer noch kackenwarm, obwohl es mittlerweile schon recht dunkel draußen geworden ist. Also die Sonne ist auf jeden Fall weg. Ich hoffe, ich kann dann bald mal das Fenster aufmachen, ohne dass mich die Hitze komplett zerfrisst. Ich verstehe überhaupt nicht, warum ich bei so einem Wetter auf Filme wie Mad Max abfahre, die ja in der Wüste bei plus 50.000 Grad stattfinden. Aber nein, ich mag Mad Max. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ich mache jetzt erstmal Feierabend. Und ich werde jetzt das Video schneiden. Und dann, ich weiß nicht, ob ich noch was arbeiten kann. Mir ist so kackenwarm. Aber jetzt kann ich ja das scheiß Mikro endlich wieder ausmachen und meinen fucking Ventilator wieder anmachen. Yes! Na gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Hoffentlich ist er nicht so heiß wie bei mir. Und wir sehen uns im nächsten Vlog oder in irgendeinem nächsten Video. Bis dahin.